In Berlin-Spandau entsteht ein neues Stadtquartier, Siemensstadt Square. Vor rund 100 Jahren entwickelte die Firma Siemens hier ihren Produktionsstandort auf einem riesigen, 76 Hektar großen Areal. Für die Öffentlichkeit war diese Fläche bisher nicht zugänglich. Doch bis 2035 wird sich das Stück für Stück ändern. Denn hier entsteht die Siemensstadt Square, ein urbanes, innovatives und klimaneutrales Stadtquartier. 2018 hat das Land Berlin mit der Siemens AG Ziele für die Entwicklung der Fläche vereinbart. Seitdem hat sich viel getan. Die Pläne werden immer konkreter. Mit dem neuen Viertel entsteht eine Menge neuer Platz für die Stadt. Zählt man die Flächen aller Gebäude zusammen, sind es rund 1 Million Quadratmeter. Diese werden genutzt durch Gewerbe, Forschung und Lehre, Beherbergung und soziale Infrastruktur. Auch rund 2750 neue Wohnungen werden entstehen, davon 30% Sozialwohnungen. Wichtige Baudenkmäler zeugen von der Industriegeschichte des Ortes. Das Verwaltungsgebäude, das Schaltwerkhochhaus und die Schaltwerkhallen. Diese werden künftig anders genutzt, bleiben aber natürlich erhalten. Doch auch die Industrie hat weiterhin ihren Platz. Die modernen Produktionshallen und das traditionsreiche Dynamowerk behalten ihre industriellen Nutzungen. Ein Boulevard führt von Ost nach West durch die Siemensstadt Square. Hier gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und schön gestaltete Plätze und Aufenthaltsmöglichkeiten. Außerdem eine Grundschule, eine Kita und einen sozialen Treffpunkt mit Raum für Jugendfreizeitstätte, Seniorenclub, Stadtteilbibliothek und Familienzentrum. Ein neuer Park bildet das grüne Zentrum der künftigen Siemensstadt Square. Das Viertel ist als autoarmes Quartier geplant, in dem Fußgehende, Radfahrende und ÖPNV den Vorrang haben. Es wird auch ohne Auto gut erreichbar sein. Dafür wird der S-Bahnhof Siemensstadt wieder in Betrieb genommen. Außerdem ist das Quartier CO2-neutral und als Schwammstadt geplant. Die Flächen sind so gestaltet, dass Regenwasser sinnvoll gelenkt und gespeichert wird. Damit ein neues Stadtquartier entstehen kann, muss Berlin sogenannte Bebauungspläne erstellen bzw. ändern. Denn diese regeln im Detail, welche Fläche wie und in welchem Maß genutzt werden darf. Und bisher steht da industrielle Nutzung. Für die Siemensstadt Square entsteht dies in drei Phasen. Zunächst für den östlichen Eingang zum Viertel, dann für die nördliche und schließlich für die südliche Siemensstadt Square. Aktuell arbeitet die Stadt am Bebauungsplan für den östlichen Eingang. Am S-Bahnhof Siemensstadt entsteht ein Platz, der Raum zum Aufenthalt bietet, über den in Zukunft aber auch der Bus vom Rohrdamm aus in das Quartier einbiegen wird. Ein Pavillon bietet Platz, um die Nachbarschaft über die großen Veränderungen im Quartier zu informieren. Angrenzend entstehen zudem ein Hochhaus mit bis zu 60 Meter Höhe und ein Gebäude für Büronutzungen. Ein Fuß- und Fahrradweg führt vom Platz entlang des S-Bahndamms. Auch Baumpflanzungen, Dach- und Fassadenbegrünungen sind im Bebauungsplan geregelt. Bürgerinnen und Bürger werden über die Entwicklung der Siemensstadt Square fortlaufend informiert. Sie werden aber auch an der Planung beteiligt. Alle Infos zum Projekt und zur Beteiligung finden Sie unter berlin.de/siemensstadt-square.